Freunde der Sonne, da ich jetzt meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe, fühle ich mich endlich dazu qualifiziert, euch zu erklären, wie Wombats kacken. Wombats sind in Australien lebende Beuteltiere, Australien, das ist der Ort, wo Quokkas leben, die ohne Kontext aussehen wie so kleine hamsterartige Nagetiere, aber in Wirklichkeit saugroß sind. So wie ich. Neben Pinguinen, Roborowski-Hamstern, Pfeifhasen, Corgis und noch einigen anderen Tieren gehören Wombats zu den Tieren, über die ich seit Jahren phasenweise obsessiere. Und jetzt habe ich auch noch rausgefunden, wie Wombats kacken. Und zwar kacken sie Würfel. Dabei haben Wombats keine eckigen Anusse. Ani. Jedenfalls auch keine eckigen Därme. Wie entstehen also diese Würfel? Während Wombats am Tag bis zu 100 Würfel legen, gehört ihre Verdauung zu den langsamsten im Tierreich. Von dem Zeitpunkt, wo das Essen in ihren Mund kommt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder als kleine Würfel wieder rauskommt, vergehen bis zu 18 Tage. Ähnlich wie Koalas beziehen Wombats den Großteil ihrer Flüssigkeitszunahme aus ihrem Essen. Deswegen gehört Wombat-Kacke zu den trockensten Kacken im Tierreich. Während der obere Teil eines Wombat-Dickdarms Furchen hat, die zur Würfelbildung beitragen, sind diese Würfel am Ende des Dickdarms bereits so trocken, dass sie sich nicht mehr durch die runde Anusöffnung in die uns eher bekannte Wurstform pressen lassen. Gut zu wissen! An dieser Stelle möchte ich auf dieses Video verlinken einer anderen Wombat-Enthusiastin, die ein Wombat-Kack-Modell gebaut hat, das dieses Phänomen viel besser beschreiben kann, als ich es jemals könnte. Wozu ist würfelförmige Kacke gut? Naja, Wombats sind nachtaktive Tiere, haben sehr kleine Augen und können nicht so gut sehen, dafür aber besser riechen. So wie ich! Deswegen ist es nur nachvollziehbar, dass Wombats ihr Territorium mit Kacke markieren. So legen Wombats ihre Würfel gerne auf Steine oder Baumstämme, die dann wegen ihrer Würfelform auch nicht so leicht wieder runterrollen können. Wenn ihr außerdem wissen wollt, wie Pinguine und Faultiere kacken, dann klickt hier. Mit diesem Wissen seid ihr jetzt bestens ausgerüstet für jeden Smalltalk. Hey, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's? Hey, gut. Gut, und dir? Auch gut. Auch gut. Cool, ja. Ja. Wombats kacken Würfel.